ich bin hier gerade in Frankfurt, wie man an der Kulisse vielleicht erkennen kann. Und zwar bin ich hier, um morgen an einer Freestyle Calisthenics Meisterschaft teilzunehmen. Fangen wir gerade mal mit dem Regelwerk an. Und zwar wird es 3 Runden geben, wo ich jeweils 1 Minute Zeit habe, möglichst viele Elemente zu zeigen. In diesen Runden werden 4 Kategorien bewertet. Einmal Statics, also statische Elemente, wie zum Beispiel eine Stützwaage bzw. Planche oder ein Handstand oder auch einarmige Handstand, den ich hoffentlich zeigen kann. Bei den dynamischen Elementen, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass etwas mit Dynamik passiert. Das heißt zum Beispiel Schwingen, ein Flip von der Stange oder ein 360, also eine 360-Grad-Drehung, während man an der Stange schwingt und vieles mehr. Nach der dynamischen Kategorie gibt es dann noch die kraftdynamischen Elemente. Hier geht es zum Beispiel um einen Muscle-Up oder einen Handstand-Push-Up oder auch einen Press-Handstand. Also Elemente, die zwar dynamisch sind, aber vor allem durch Kraft kontrolliert werden. Und Kategorie Nummer 4, super wichtig auch, sind Kombinationen. Bei den Kombinationen geht es darum, dass man mindestens 4 Elemente möglichst flüssig aneinander hängt. Davon müssen 2 Elemente statisch sein und 2 Elemente dynamisch oder auch kraftdynamisch. Dann hat man eine Kombination, die auch wieder bewertet wird. Aus diesen 4 Kategorien kann man jeweils Punkte sammeln, damit man am Ende einer Runde möglichst viele Punkte bekommen hat. Und am Schluss hat natürlich die Person gewonnen, die am meisten Punkte sammeln konnte. Vielleicht hört man es im Hintergrund, hier ist die Halle, wo jetzt der Wettkampf stattfindet. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich dran bin. Also ich muss mich gleich nochmal aufwärmen, dass ich dann wirklich fit bin. Ich bin mega nervös. Und ja, bin jetzt gespannt, wie gut ich abliefern kann in den 3 Runden, die jetzt kommen. Drückt mir die Daumen. Die Competition ist geschafft. Bei der ersten Runde war ich noch richtig, richtig aufgeregt, konnte aber trotzdem recht fehlerfrei durch mein Programm kommen. Die zweite Runde war dann schon ein bisschen besser von der Nervosität her und die dritte dann nochmal besser. Trotzdem habe ich in der dritten einige Patzer drin gehabt. Ich habe den einarmigen Handstand probiert. Der ist allerdings nicht gut genug gelaufen, also ich habe ihn nicht lang genug halten können. Zum einen wegen der Nervosität, das ist dann bei so koordinativen Elementen doch schon sehr beeinträchtigend. Und zudem habe ich leider auch seit einer Woche Handgelenksprobleme, was dann einfach auch das Training die letzten Tage erschwert hat. Trotzdem bin ich froh, dass ich probiert habe. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein, auch wenn sich so meine Runden quasi nicht ganz in der Siegerehrung wiedergespiegelt haben für mich. Ich hatte einfach das Regelwerk nicht so komplett verstanden. Ich wusste nicht, dass einige Elemente, die ich gezeigt habe, gar nicht gezählt werden. Das muss ich mir auf jeden Fall merken fürs nächste Mal und das auch mit als Info an euch, dass ihr euch auf jeden Fall ordentlich mit dem Regelwerk beschäftigt bei solchen Wettkämpfen. Das werde ich mitnehmen für mich fürs nächste Mal. Und ja, ansonsten hatte ich aber einfach einen Riesenspaß, auch den anderen zuzuschauen. Ich hoffe, das inspiriert euch vielleicht auch, ein bisschen dynamische Elemente in euer Training mit einzubinden. Es macht einfach einen Riesenspaß, an der Stange zu schwingen. Mit und ohne Wettkampf kann ich einfach nur empfehlen. Für mich geht es jetzt in die Nachbereitung. Ich werde mir jetzt überlegen, ob ich nächstes Jahr es nochmal probieren möchte, welche Elemente ich mich dann fokussieren werde. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ich nochmal dabei sein soll nächstes Jahr und dann eben einen Update-Vlog mache, ob ich es schaffe, dort dann die Elemente zu zeigen. Ansonsten, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Training und bis zum nächsten Mal.